Was geht und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Yo, mich haben echt einige drauf angesprochen, wieso ich mir jetzt denn eine SMCR geholt habe und keine 701. Ich dachte mir, das ist eigentlich eine saugeile Idee, über das ein Video zu machen. Und jetzt zurück zum Thema, warum ich mir keine 701 kaufe und eine SMCR und wieso keine SMCR die neue, sondern die alte. Mehrere Gründe. Einer der allergrößten Punkte, die mich bei der 701 gestört haben, ist dieser kleine Tacho. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Das stört mich einfach. Dieser Tacho zeigt die Uhrzeit an, zeigt den Gang an, zeigt die Geschwindigkeit an und das allerwichtigste, die Drehzahl. Oh mein Gott, ey. Ich dachte mir, das ist nicht so wichtig, sowas nicht zu haben, aber Leute, ich hasse es, wenn man nicht weiß, in welcher Drehzahl man ist. Vor allem, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt halt oft, kurvenreiche Straßen fahre und vor mir manchmal Fahrzeuge fahren, die vielleicht den DB-Killer aus Versehen verloren haben, dann ist das Problem, dass ich dann einfach nicht selber mehr höre, obwohl ich einen Sportauspuff dran hatte, in welcher Drehzahl ich mich befinde, weil die SMCRs oder die 701 vor mir immer so dreckig laut waren. Das war schon mal der allerwichtigste Punkt. Dann ging es halt los. Zum Beispiel diese komischen Reflektoren an den Seiten, dass das Vorschrift ist. Absoluter Bullshit. Dann zum Beispiel Euro 3 statt Euro 4. Das Ansprechverhalten. Man spürt es richtig, dass die Leistung bei der 701 erst oben rum rausschiebt. Und was will ich mit einer Leistung, die oben rum geht? Ich will, dass es unten rum ab den 3000 Umdrehungen vorwärts geht. Und dann juckt es mich nicht mehr, ob es in den letzten 2.000-3.000 Umdrehungen da nochmal einen extra Schub gibt. Das ist für mich meiner Meinung nach in der Sumo nicht wichtig. Das hat jetzt zum Beispiel ja die SMCR, die neuere, ja dann auch das Problem gehabt. Hätte halt das Problem gehabt, genauso wie die 701. Deswegen war das schon mal Thema gegessen, dass das Ansprechverhalten und so weiter, das bockt halt einfach nicht so mehr. Klar, für Leute, die zum Beispiel Touren fahren, für die ist es natürlich angenehmer, oder wenn die noch ruhiger läuft und keine Ahnung, die Gänge man höher drehen kann für was auch immer, aber mich interessiert das absolut Nüsse. Scheiße, hier hat sich ja voll die Schraube rausgedreht. Ja, shit. So, einmal lassen wir jetzt kurz hier oben, kann das rausfliegen. Ich habe jetzt hier den guten Hoodie mit Reißverschluss. Tu mal den Scheißdreck gleich rein, dann verliere ich es nicht. Ich habe da auch zum Beispiel, weil ich ja eine Brille brauche, habe ich auch mein ganzes Brillenetui, mein Handy, alles da drinnen. Das ist so riesig, das ist so geil. Und da passt echt viel rein. Dazu kommt aber natürlich dann mal ein Video, wenn es dann alles fertig ist. Genau. So, wieder zurück zum Thema. Genau, dann Auspufflautstärke. Euro 3 klingt nochmal viel geiler als dieser Euro 4 Sound. Ich weiß zwar nicht, wie, also der Euro 4 Sound ist schon geil. Der klingt schon geil, aber man merkt nochmal den Unterschied zwischen den Remus zum Beispiel Euro 3 und Remus Euro 4. Also ich finde, das hört man an der Lautstärke. Der Cut ist ja auch viel kleiner und bei den Remus-Anlagen zum Beispiel von den neuen zu den alten. Und ja, das merkt man zum Beispiel auch, was klangtechnisch halt dann schon viel geiler ist, wenn es ein bisschen lauter ist. Was gibt es denn dann sonst noch so? Weiß ich gerade gar nicht. Ich hatte eigentlich voll viele Sachen im Kopf, aber hab's jetzt total vergessen. Ja, was auf jeden Fall sonst nicht so mäßig was mit dem Motor zu tun hat, aber einfach mit meinem Geschmack, ist, dass KTM einfach mir viel, viel mehr taugt. Ich weiß nicht, optisch
701, keine Frage. Sau, sau schönes Bike. Aber ich finde, diese eloxierten Sachen, ich mag das jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn es so vollgeklatscht ist mit eloxierten Sachen. Dafür bin ich gar nicht. Aber so, dass zum Beispiel die Felgen, sind so geil, wenn die eloxiert sind. Ich verstehe das nicht, dass, klar, das Schwarz ist zwar auch nice, weil ich fand das Schwarz dann am Anfang besser bei der 701, weil das endlich mal was anderes dann war. Aber im Nachhinein hat man es dann wieder voll vermisst, weil ich kenne Leute auf Instagram, die fahren mit so eloxierten Reifen dann wieder rum auf der 701 und dann auf der neuen SMCR zum Beispiel, auf der neuen SMCR. Da hätte ich es mir schon gewünscht, dass da zum Beispiel neue eloxierten Sachen wieder verbaut sind, weil ja, die neue SMCR mit dem Felgen taugt einfach mir viel mehr. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade angefangen, mein Reifen ein bisschen anzumalen mit so einem weißen Stift. Ihr wisst sicher eh, was ich meine. Und einen Auspuffschutz habe ich dran gebaut. Eher nicht wegen dem Schutz, sondern eher finde ich den einfach viel geiler. Kann man ja hier ein bisschen sehen, hier hinten. Taugt auch. Kostet da nicht die Welt, ich glaube 10, 15 Euro. Was gibt es sonst noch, was mir so an der SMCR besser taugt? Sitzbank finde ich angenehmer. Bin sogar am Überlegen, ob ich mir irgendwann mal so eine gebrauchte Powerpart-Sitzbank noch hole. Weil die hat irgendwie so ein geiles Material drin, so ein Gel-Material anscheinend, das sich dann an deinen Arsch so richtig anpasst. Aber ich finde auch die SMCR so, die Sitzbank ist wirklich nochmal um Welten bequemer als wie die von der 701. So, meine Friends, back auf dem Bike. War gerade beim Haare schneiden. Seiten natürlich wieder auf Kontostand. Spaß. Oh Mann, war der schlecht. Auf jeden Fall. Junge, was laber ich für einen Scheiß. Ich wollte mir jetzt eigentlich Gedanken machen, was für Gründe es noch gibt, dass ich mir wieder die KTM hier gekauft habe, aber ich habe mir absolut nichts überlegt. Deswegen würde ich sagen, war es das jetzt auch mit dem Video. Genau, und deswegen bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Was ist denn euch?